die wiederum sehr, sehr konkrete, sachliche Vortragsweise und werde mich sehr bemühen, dem zu entsprechen. Und ich werde auch versuchen, besser zu sein als 3+ in der Verständlichkeit. Es war ja eine Ihrer Mahnungen, Herr Dr. Geißler, wir sollen besser als nur befriedigend reden. Deswegen, Herr Käfer, will ich nicht zu sehr jetzt in die letzten Details einsteigen, sondern versuchen, die Fragen auf den Punkt zu bringen, der die Nutzer interessiert. Die Nutzerinnen und Nutzer, das sind die Kunden Ihres Unternehmens, interessieren ja am Ende nicht, wie funktionieren Kopfbahnhöfe und Fahrstraßenausschlüsse und Kapazitätsauslastungen, sondern was wollen die wissen? Wie viele Züge fahren? Wie lange brauchen die? Und wie pünktlich sind die? Und diese Frage, die möchte ich mit Ihnen gemeinsam jetzt erörtern, und zwar im Vergleich des bestehenden Schienennetzes mit dem geplanten Schienennetz. Darum geht es uns. Und wir glauben, dass Ihre Planung in diesen wesentlichen Punkten Nachteile hat. Deswegen lautet die einfache und verständliche Frage für uns heute: Ist Stuttgart 21 ein Ausbau oder ein Rückbau der Schiene? Darauf wollen wir heute mit Ihnen eine Antwort finden. Und weil kritisiert wurde, es gäbe nichts Neues unter der Sonne und schon gar nicht hier unter der Sonne dieser Scheinwerfer, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir ganz wesentliche neue Fakten auf den Tisch legen bzw. gelegt bekommen haben von Ihnen, nämlich die uns erst seit einer Woche erlauben, auf diesem Niveau zu diskutieren, die Fragen, die wir seit 10 Jahren nicht beantworten konnten, jetzt tatsächlich konkret zu klären. Soweit haben wir also Neues und nach meiner Auffassung auch sehr Wesentliches zu diskutieren. Rückblick auf die erste Schlichtungsrunde. Sie haben da eben auch damit noch mal begonnen. Ist Stuttgart 21 nun entscheidend für Verkehr und Wirtschaft in Baden-Württemberg oder nicht? Es sitzen ja die Ministerin für Verkehr und der Minister für Wirtschaft hier am Tisch. Und da möchte ich doch noch mal, und ich bitte um sofortigen Widerspruch, wenn ich etwas sage, das so nicht stimmt, möchte ich noch mal festhalten, dass die Diskussion gezeigt hat, dass der Güterverkehr für Stuttgart 21 keine Rolle spielt. Durch dieses neu zu bauende Netz fährt kein Güterzug. Und dass er bei der Neubaustrecke nur eine geringe Bedeutung hat. Und ich glaube, Frau Gönner, ich zitiere Sie richtig, wenn ich sage, Stuttgart 21 ist primär ein Projekt des Personenverkehrs, eben nicht des Güterverkehrs. Ist das falsch? Es ist richtig, dass Stuttgart 21 vorrangig eines des Personenverkehrs ist, aber wir waren uns einig in der vergangenen Woche, das wurde auch so von dem einen oder anderen auf Ihrer Seite aufgeschrieben, dass durch die Entflechtung der Züge für den Güterverkehr die alte Trasse frei wird und damit eben dann doch auch der Güterverkehr eine Verstärkung erhält. Darin sind wir uns einig. Kleinen Moment, an sich wollen wir über den Güterverkehr jetzt heute nicht mehr reden. Das haben wir das letzte Mal ja nun ausführlich beredet und da gab es ja weitgehend Übereinstimmung. Eben. Ich möchte noch mal hervorheben, ich fasse das, was Frau Gönner gesagt hat, zusammen mit geringer Bedeutung, etwas zusätzliche Kapazität, wo offen ist, ob sie gebraucht wird. Herr Käfer hat gesagt, das wissen wir noch nicht, wir bauen mal vor. Ich will daraus nur schließen, für die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts müssen wir über Güterverkehr nicht sprechen, nur deswegen rekurriere ich darauf. Die Frage, ob es wirtschaftlich wichtig ist, ist eine Frage des Personenverkehrs. Darum geht es offensichtlich nicht um Güterverkehr, damit wir nicht über dieses Thema nochmals sprechen müssen. Also geht es um den Personenverkehr. Und hier lautet die Frage, was bringt Stuttgart 21 für den Personenverkehr? Da werden wir mit sehr beeindruckenden Zahlen konfrontiert. Es heißt, 17 Millionen Pkw-Fahrten werden auf die Bahn verlagert. 370 Millionen Pkw-Kilometer werden eingespart. Genau genommen, sie werden umverlagert auf die Schiene. Und so haben wir gestern von Ihnen genannt bekommen, Sie rechnen mit einem Zuwachs für den Schienenverkehr in der Region Stuttgart von 15-35%. Das klingt zunächst beeindruckend. Die Frage ist aber, ist es wirklich viel? Herr Dr. Geißler, Sie kennen ja auch schwäbische Vergleiche und die schwäbische Relativitätstheorie, die sagt eben, ein Haar in der Suppe ist relativ viel, ein Haar auf dem Kopf ist relativ wenig. Mit den Weinflaschen ist es besser. Wie geht es? Sechs Flaschen im Keller ist relativ wenig, sechs Flaschen, jetzt sagen wir mal, im Berliner Senat, würde ich mal sagen, sind relativ viel, nicht? Also gut, ich bin nicht Trinker, deswegen beschäftige ich mich mit den Haaren in der Suppe. Aber ist es viel? Unsere Behauptung, unsere Antwort, nein, das ist nicht sonderlich viel, wenn man dafür 5 Milliarden Euro ausgeben muss für Stuttgart 21. Darauf kommen wir in einer späteren Sitzung. 17 Millionen Pkw-Fahrten, 17 Millionen Personenfahrten.
Das ist das, was im zugegebenermaßen hervorragenden Stadtbus Tübingen unterwegs ist. Also nicht mehr als der Stadtbus Tübingen, 17 Millionen Pkw-Fahrten. 370 Millionen Pkw-Kilometer, das habe ich letzte Woche angeführt. Sie haben gesagt, Sie werden es überprüfen. Es gibt keine Gegenthese von Ihnen. Ich nehme an, Sie haben geklärt, es stimmt. 370 Millionen Pkw-Kilometer sind 0,5% des Pkw-Kilometeraufkommens in Baden-Württemberg. Und 15-35% mehr auf der Schiene. Das ist das, was ohne Stuttgart 21 seit 1994 geschehen ist, durch mehr Züge und neue Züge, also bessere Angebote. Deswegen sage ich, nein, das ist gar nicht viel. Und es kommt am Ende, Herr Dr. Geißler, weil alle Zahlen, die hier auf den Tisch gelegt werden, ja richtig sind. Niemand operiert hier mit falschen Zahlen. Ich möchte auch mal den Vorwurf Lügenpack ausdrücklich vom Tisch nehmen. Ich habe den nie geäußert und ich finde ihn falsch. Es geht nicht um Lügen, Sie sagen die Wahrheit. Die Frage ist, ob die Zahlen etwas aussagen. Und ich behaupte, es ist nicht maßgeblich, was Sie aussagen. Und es wäre interessant, vom Schlichter zu hören, wie er die Maßgeblichkeit einschätzt. Wenn Sie nochmal diesen Vergleich nehmen, Zuwachs für den Schienenverkehr in der Region Stuttgart, dann haben Sie den Busverkehr ausgeblendet und Sie haben den einbrechenden Verkehr, das heißt, der außerhalb der Region Stuttgart mit ihren vielen durchgebundenen Zügen nach Stuttgart hereinkommt, der Region Stuttgart zugeschlagen, obwohl das Leute aus Tübingen sind, die nicht zur Region Stuttgart gehören. Und dadurch kommen sie auf sehr hohe Zuwächse. Sieht gut aus. Aber maßgeblich, wenn es um die Wirtschaft in Baden-Württemberg geht, sind doch die 0,5%. Heute lese ich wieder in der Zeitung, Stuttgart 21 ist Baden-Württemberg 21. Deswegen sage ich, der maßgebliche Vergleich ist, wie viele Pkw-Kilometer gibt es heute im Land? Und wie viel werden davon verlagert? 0,5%. Herr Wirtschaftsminister, ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie ernsthaft glauben, dass die Wirtschaft des Landes an 0,5% verlagerten Fahrten auf die Schiene hängt. Ja oder nein? Die Frage müsste sich beantworten lassen. Woher kommt dieser prognostizierte Zuwachs? Das sagen Sie durch Stuttgart 21. Wir sagen durch mehr Zugfahrten, die auch heute möglich wären. Das ist der wirklich kardinale Punkt. Wir sagen, mit der Infrastruktur, die heute ist, könnte Ihre schöne neue Eisenbahnwelt bereits im nächsten Fahrplan beginnen. Und wir fragen Sie, wenn Sie 240 zusätzliche Fahrten ab 2020 bestellen wollen, warum bestellen Sie die nicht für den Fahrplan 2011, wenn die Infrastruktur es doch zulässt? Und es ist klar, wenn Sie so viele zusätzliche Züge anbieten, da werden ja hoffentlich auch ein paar mitfahren. Das ist auch unsere Auffassung. Wenn mehr Züge fahren, dann werden auch mehr Leute diese Züge nutzen. Hier sehen Sie, wie sich das aufteilt. Wir haben hier noch ohne die Verstärkerfahrten, weil Sie die letzte Woche nicht geliefert hatten. Wir wollen von Ihnen das Konzept für die Verstärkerfahrten sehen. Wir haben aufgetragen, wie sich im Kopfbahnhof, die blaue Linie, bisher die Züge über den Tag verteilen und wie sie bei Stuttgart 21 sich über den Tag verteilen sollen. Und da sehen Sie, morgens, wenn alle geballt zur gleichen Zeit ins Büro wollen, sind heute mehr Züge im Kopfbahnhof unterwegs als in Ihrem Betriebskonzept, das wir haben. Wir haben die Verstärkerfahrten noch nicht. Und der Hauptzuwachs entsteht dadurch, dass Sie dann, wenn die Leute eben im Büro sind und gar keine Züge benötigen, dass Sie dann mit dem gleichen Takt weiterfahren. Das ist schön, wenn man um die Zeit mal unterwegs ist, aber es ist eben nicht wirtschaftlich. Und es zeigt, dass ein Großteil der Zuwächse dort ist, wo er nicht gebraucht wird. Welcher Bahnhof kann nun mehr? Meiner Meinung nach ist es auch die Frage, die heute wirklich zu klären ist. Welcher Bahnhof leistet mehr? Sie sagen, das haben wir jetzt nochmals gehört, Stuttgart 21 hat eine 30% größere Leistungsfähigkeit und es fahren 200 Züge mehr am Tag. Sie haben heute noch ein paar Züge draufgelegt. 200 hatten Sie letzte Woche gesagt. Das ist das Zitat. Wir sagen, S21 leistet weniger. Mit den heute vorgelegten Zahlen würde ich vielleicht zugestehen, gleich viel. Das werden wir nachher noch genau klären im Detail. Als K20. Mit K20 meine ich den bestehenden Kopfbahnhof. Ohne Ertüchtigungen. K21 sieht ja weitere Gleise vor, die die Leistung erheblich steigern. Und bislang bekannt, also aus der letzten Sitzung, war uns, dass in der Spitzenstunde 11 Züge weniger verkehren als heute schon. Sie haben heute nachgelegt. Aber wir kennen dieses Spitzenstundenprogramm nicht und Sie kommen selbst bei Ihrem Spitzenstundenprogramm jetzt nur in die Gegend dessen, was der Kopfbahnhof schon kann. Und dabei sind Regionalzüge gestrichen und Fernzüge hinzugekommen. Das heißt, für die Pendler ist Ihr Angebot schlechter als der bestehende
Kopfbahnhof. Und das, denke ich, sollten wir heute noch mal ganz genau Zahl für Zahl durchgehen. Meine Aussage nach dem, was Sie vorgetragen haben, gleich viel. Ihr Tunnelbahnhof kann in der Theorie gleich viele Züge abwickeln wie der bestehende Kopfbahnhof. Allerdings, Sie vergleichen dabei eine Theorie, den Tunnelbahnhof gibt es nicht, mit einem bestehenden Bahnhof, der noch nicht ausgereizt ist. Dieser Bahnhof hat in den letzten Jahren immer wieder zusätzliche Züge aufgenommen. Der TGV aus Paris, den gab es nicht vor wenigen Jahren, jetzt gibt es ihn. Er ist problemlos im Fahrplan aufgenommen worden. Den Intercity nach Tübingen gab es nicht, es gibt ihn. Zusätzliche Züge sind im bestehenden Bahnhof möglich und er ist pünktlich. Die Betriebsqualität Ihres Bahnhofes ist völlig offen. Also was stimmt denn nun? Wir haben, Herr Professor Martin sitzt hier, das Gutachten von 2005 und daher rührt die Aussage, der Bahnhof hat ein Drittel mehr Kapazität, der Tunnelbahnhof, der zu bauende Bahnhof, als der vorhandene. Wir wissen seit letzter Woche, Sie haben gesagt, ich habe eine mir gestellte Frage beantwortet, dass Sie dabei nur den Tiefbahnhof und nicht das gesamte Schienennetz mit seinen Zulaufstrecken betrachtet haben. Und wir wissen, dass Sie Haltezeiten von 1 bis 2 Minuten angesetzt haben. Und Herr Dr. Geisler, Sie haben sofort erkannt, dass das nicht realistisch ist. Er hat es sofort erkannt. Und deswegen, ich habe gestern 4 Minuten gebraucht, um in den Zug in Köln reinzukommen, weil er so genagelt voll war, dass es Aus- und Einsteigen in Köln nicht unterhalb von 4 Minuten ging. Ein Regionalzug. Und man muss ja wohl an der Spitze bemessen. Sonst haben Sie immer Verspätungen im Netz, Herr Professor Martin. 1 bis 2 Minuten sind zu wenig und das Ganze ist von 2005. Wir brauchen uns aber auch nicht mehr über Gutachten streiten. Es ist vom Tisch, denn es gibt ja ein neueres von 2010, das Betriebskonzept der SMA. SMA, wir sollen keine Abkürzungen verwenden. Die Schweizer Bahnfirma, die vom Land beauftragt wurde, zu rechnen, wie kommen denn die Züge nun wirklich durch. Wir haben ja letzte Woche erfahren, zuerst definieren Sie, welche Gleise gebaut werden, Herr Dr. Käfer, und anschließend fangen Sie an, sich zu überlegen, das Projekt läuft ja schon 15 Jahre, wie denn der Fahrplan aussehen soll. Eine falsche Vorgehensweise, aber immerhin, Sie sind jetzt so weit, dass Sie einen Fahrplan im Gerüst vorstellen können. Und dieser Fahrplan hat eben den Vorzug, dass es der gesamte Knoten berücksichtigt ist, nicht nur der kleine Ausschnitt, und dass nun realistische Haltezeiten, nämlich 2 bis 3 Minuten, so wie Herr Dr. Geisler und jeder Bahnkunde es auch will, unterstellt sind. Deswegen stimmt die Aussage, 30% mehr Leistung nicht. Sie ist unter Praxisbedingungen nicht haltbar, weil dieses Gutachten die eigentlichen Restriktionen ausgeblendet hat. Was plant das Land heute? Das Betriebskonzept sieht 20 Züge je Stunde im Verkehr der Metropolregion Stuttgart vor, also ohne die ICE und TGV. Hier werden es mehr als bisher. Und für Verstärkerzüge im Berufsverkehr haben wir noch kein Konzept. Ich schlage vor, dass wir den Streit um dieses Konzept dadurch beenden, dass Sie es auf den Tisch legen. Frau Starke hat letzte Woche gesagt, sie hat es noch nicht. Wenn Sie es mittlerweile haben, dann möchten wir es sehen. Wir wollen wissen, wie haben Sie die Züge in die wenigen verbliebenen Lücken eingeflickt? Wir behaupten, das geht gar nicht mit einem guten Fahrplan, sondern Sie haben noch einige verbleibende Lücken genutzt, um Züge einzuflicken. Wir wollen es sehen. Wir wollen wissen, wie fahren diese Züge. Der bestehende Kopfbahnhof hat in der Spitzenstunde 11 Züge mehr im Metropolverkehr als in dem Konzept, das Sie vorgelegt haben. Nach unserer überschlägigen Rechnung haben Sie jetzt noch 8 bis 9 Züge eingeflickt. Das heißt, es bleiben immer noch 2 Züge mehr im Metropolverkehr im bestehenden Kopfbahnhof als in Ihrem Tunnelbahnhof. Der Berufsverkehr in dieser Region, und das dürfte für die Wirtschaft im Herzen des Landes wichtig sein, hat Nachteile. Er hat keine Vorteile. Sie können das an dieser Folie genau sehen, wo in unserer Analyse die Züge wegfallen. Da könnten jetzt diese roten Zahlen könnten verschwinden durch die 8 oder 9 Züge, die Sie uns noch nicht gezeigt haben. Wir wollen sie sehen und dann kommen Sie möglicherweise wieder ungefähr auf das Niveau, das der heutige Bahnhof in der Quantität abwickeln kann. Aber es geht ja auch um Qualität. Wir wollen auch wissen, wie pünktlich können die Züge verkehren. Und hier sagt SMA, Ihr Gutachter, die geplante Infrastruktur ist knapp bemessen. Und dabei geht es um den Fahrplan, den Sie uns vorgelegt haben. Also er hat kaum mehr Reserven, sagt Ihr eigener Gutachter. Das geforderte Mengengerüst, und wir kennen nur das Mengengerüst für die 20 Züge pro Stunde. Dieses Mengengerüst kann im ausgearbeiteten Fahrplankonzept umgesetzt werden, aber mehr eben nicht. So muss man diese Aussage ergänzen, und das wollen wir von Ihnen wissen, ob wir das richtig sehen. Und wenn dann die Summe dieser Probleme bedeutet, es entstehen fahrplantechnisch anspruchsvolle Konstruktionen, dann heißt es, jeder Zug muss pünktlich sein. Wenn es Verspätungen gibt, dann funktionieren die anspruchsvollen Konstruktionen nicht und alles bricht zusammen. Weniger harsch gesagt, dann
schaukeln sich die Verspätungen auf und man hat eben damit zu leben als Bahnkunde.